Okay. Wo gehen wir jetzt als erstes hin? Da hinten leuchtet was und das ist. Das interessiert mich am meisten, weil ich bin mir sehr sicher, dass das da eine Flaschenpost ist. Erster Juni 1927. Nachricht. Das ist immer, sogar immer früher, oder? Kommt hier so dazwischen, mit dem wir sind verlobt und das mit den Flitterwochen. Gestern wurde das Testament meiner Mutter verlesen. Ein Großteil des Vermögens ging natürlich automatisch an ihn rüber. Aber zu meiner Überraschung hat sie mir ihre Taschenuhr vermacht. Seltsam. Das Ding gefällt mir nicht, aber ich weiß, wie viel es ihm bedeutet. Achso, wie viel es ihm bedeutet, dass ich es annehme. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie mir damit noch aus dem Grab heraus eins auswischen wollte. Das würde zu ihr passen. Hab ich mich vielleicht irgendwann mal verspätet? Ich kann mich nicht erinnern. Wait. Aber die Taschenuhr, das ist die Taschenuhr, die er wahrscheinlich hat, oder? Also geht's doch die ganze Zeit um sie. Aber. Also sie hatte die Taschenuhr. Jetzt hat er die Taschenuhr von da hinten. Das ist mir, sind mir zu wenig Hinweise, um da effektiv spekulieren zu können. Ich würde spekulieren, aber ich habe eine Vorahnung, sagen wir es mal so. Das ist doch bestimmt wieder irgendwas, was hochkommt, oder? Ach nee, doch nicht. Das ist wieder so einer mit so einer Kutte. Du näherst dich der Gestalt mit der Kapuze. Sie steht erwartungsvoll da. Und das zinnoberrote Gewand flattert im Wind. Schaßmann, Diener. Die Stimme der Gestalt durchschneidet die feuchte Luft. Übergib das Gefäß. Die Gestalt mit der Kapuze zieht eine Schriftrolle hervor und zeigt auf eine Abbildung. Sie zeigt ein Bartmännchen. Das ist auch ein Fischer. Ich habe hier bisher noch keine Fische gefangen. Ich kann dir da noch nicht helfen. Liegt auch eventuell daran, dass ich noch gar nicht rausgefunden habe, wo ich die hier wohl verkaufen könnte. Ja, ich schaue mich hier trotzdem kurz mal um. Zass. Ich habe das Gefühl, durch diese Flaschenposten erfahren wir halt gerade ein richtig schlimmes Drama. Und ich glaube, dass sich das alles mit diesen Relikten und dem Sammler sich da irgendwie. Ja, das hat irgendwelche Zusammenhänge mit den Flaschenposten. Also die Relikte, der Sammler und diese Flaschenposten haben irgendeinen Zusammenhang. Da bin ich mir sehr sicher. Aber ich spekuliere jetzt nicht weiter, mit welchem Zusammenhang das genau haben könnte. Ich habe, wie gesagt, eine Vorahnung. Ich hab eine böse Vorahnung. Auch mit den ganzen Sachen, die wir schon erfahren haben, mit diesen Symbolen, die ja auch dann quasi das Buch ja auch zeigen, denke ich zumindest. Das ist das einzige Buch, was wir bisher so gesehen haben, was irgendwie sus ist.
gespannt. Ich bin gespannt, wie sich das hier alles noch aufklärt. Oder wollt ihr meine Vorahnung wissen? Das ist jetzt auch wieder so eine Frage, ne? Oder so eine Sache. Wollt ihr das wissen, was ich glaube, was los ist? Mit allem, was wir bisher erfahren haben? Oder soll ich es für mich behalten? Ist das egal? Nehme ich auch mit? Oh Gott, das ist ja so groß. Leute in Kutten sind immer verdächtig. Siehe Nonnen und Mönche. Ah, die fand ich nicht mal so. Also, wie gesagt, ich finde ihn nicht mal so verdächtig. Er ist halt ein Fanatiker. Er ist halt ein bisschen abgedriftet, aber sonst. Entschuldigung. Okay. Was war das für ein komischer Wisch? Das ist interessant. Oh nein, da sind noch welche. Ey. Lass mich in Ruhe. Okay, die kommen also einfach sofort wieder. Das ist ja halt blöd. Aber was machen die? Die haben jetzt noch nichts kaputt gemacht, oder? Pack das mal alles schön weg. Mit der Krabbenfalle weiß ich nicht. Die könnten wir hier eigentlich auslegen. Eigentlich können wir sie auslegen. Ich finde das dir überlassen. Ich meine, ja, wäre bestimmt interessant, deinen Gedanken dazu zu kennen. Ich habe zumindest noch nie gehört, dass eine Streamerin ihre Zuschauer Backseat Gaming oder Spoiler. Ja, es gibt. Das Problem ist, wenn ich anfange zu spekulieren, spekuliert auch gerne der Chat mit und dann verfallen wir in so einen Spekulationskreislauf sozusagen. Und deswegen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss mal schlafen. So wie ich das gerade aber gesehen habe. Ja, die Gefahr ist sehr hoch, ja. Der Chat darf nicht spekulieren. Ja. Ich weiß nicht. Oh, da hinten ist die fahrende Händlerin. Ich habe sie gefunden. Noch eine Flaschenpost. Aber. Nein, lassen Sie mich in Ruhe. Die sind also nicht nur in der Nacht da, die sind wohl Gott, die sind ja auch am Tag. Nein! Die sind ja komische Fische. Wir gucken ganz kurz. Mein Liebling. Endlich habe ich dich gefunden. Als du gingst, war ich am Boden zerstört, aber nun fühle ich mich beinahe wieder heil und ganz. Jetzt gibt es nur noch eins zu tun. Wirf mich zurück. Oh, ich habe gerade richtig so einen Schauer über den Rücken bekommen. Okay. Wirf mich zurück. Mein Liebling, endlich habe ich dich gefunden. Als du gingst, war ich am Boden zerstört. Aber nun fühle ich mich beinahe wieder heil und ganz. Gibt es noch eins zu tun? Wirf mich zurück. Sag mal so. Meine Spekulatius
verdichten sich. Boah, ich bin so gespannt. Reparieren müssen wir nichts. Aber hier könnten wir kurz mal reinduschen. Brauchen ja Stoff. Guck mal, das habe ich. Oh, wir können das upgraden. Das Geld reicht auch gerade so aus. Vier Frachtplätze noch dazu. Achso, das ist Scheinwerfer. Ja, Scheinwerfer wäre eigentlich auch noch mal ganz nett, ne? Können wir ja schon mal hier reinpacken. Dann fehlen hier drei Holz. Und bei dem anderen... Oh, guck mal hier, wir sind schon echt weit. Und hier ist noch... Ein Stoff und zwei Stöffe. Und Stoff brauchen wir dann an sich gar nicht mehr. So, wir könnten jetzt hier erstmal ein bisschen fischen. Ich kenne ja hier die ganzen Fische noch gar nicht. So. Also, ich will meine Spekulatius loswerden, Mann. Mein Guess ist. Da schwimmen die Halunken. Mein Guess ist, dass der Sammler der Ehemann ist, von dem wir gelesen haben. Aus den Büchern. Aus diesen Schriftdingern hier, die wir bekommen. Wo sind die? Hier, die hier. Mit der Verlobung und sowas. Würde halt zusammenpassen. Ne? Es würde halt einfach halt passen. Und sie schrieb ja irgendwann, dass es ihr nicht mehr gut geht. Also sie fühlt sich nicht gut, seitdem irgendwas passiert ist. Und könnte mir vorstellen, weil er auch diese Taschenuhr, wir haben ja davon gerade gelesen, die Taschenuhr gehörte ihr. Die Taschenuhr sollen wir jetzt wiederfinden. Kann mir also vorstellen, dass der Sammler ihr Ehemann ist und er ihren Tod nicht verkraftet hat. Was macht man, wenn man den Tod von jemandem nicht verkraftet? Man versucht, ihn wiederzubekommen. Ich weiß halt nur noch nicht genau, was das Buch damit zu tun hat. Steht in dem Buch vielleicht irgendwas Ritualmäßiges drin oder so? I don't know. Aber das würde halt, wie gesagt, erklären, warum wir diese ganzen Relikte sammeln. Aber das sind meine Spekulatius dazu. Ein bleicher Rochen. Und ich bin gespannt, wie sich das halt wirklich dann... Ja, wie sich das auflöst. Da gibt es nicht viel, was man im Cthulhu-Universum tun kann. Okay, ich muss dazu sagen, ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe noch nie was von Lovecraft gelesen, gehört oder sonst was. Ich weiß nicht, was ein Cthulhu ist, was es damit auf sich hat und ich möchte es in dem Zusammenhang aktuell auch nicht erfahren. Falls es was damit zu tun haben sollte,
Ich weiß nicht, was Lovecraft noch für Geschichten geschrieben hat. Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich kenne den Typen nur vom Namen her. Und das war es auch. Und ich kenne dieses Cthulhu auch nur vom Namen her. Deswegen, I don't know, ich bin da komplett frei von Vorurteilen. Oder ich denke, Leute, die sich vielleicht mit Lovecraft und diesen ganzen Geschichten auskennen, die wissen schon, was hier überhaupt Sache ist. Für mich ist das gerade noch ein bisschen Detektivarbeit und ich so, also es könnte so und so, die könnte man das tun. Vielleicht hat es damit was zu tun. Ja. So, wir kaufen das ja einfach mal alles. Deshalb gehe ich auch nicht weiter ins Detail. Ja. Naja, mein Wissen kratzt gerade an der Oberfläche. Ui. Ja, ich habe mich damit leider nie befasst, weil die meisten Spiele, die auf Lovecraft basieren, irgendwelche Horrorspiele sind, die ich halt nicht spielen kann. Es gibt ja auch Call of Cthulhu. Ist halt auch ein Horrorspiel. Habe ich mich leider nie mit befassen können. Soll aber ein gutes Spiel sein. Also falls ihr Horrorspiele mögt, gönnt euch. Soll ein gutes Spiel sein. Hab nur Gutes von gehört. Aber ich kann es halt eigentlich nicht. Nee, kann ich es halt leider nicht spielen. Ich muss jetzt aber echt mal gucken. Dass wir da jetzt irgendwie mal hinkommen. Aber das soll hier an der Außen... Also hier, wo ich bin, soll das ja theoretisch auch sein. Hier soll irgendwo ein Feuerchen sein. Wie komme ich denn da hin? So. Naja, ich habe das ein oder andere Cthulhu-Game schon als Let's Play geschaut. Ah. Ist auch nicht gerade mein Genre an Games. Man, es ist Aufbau, Farm und RPG-Spiele. Ja, genau. Und ich bin halt viel zu schreckhaft, was sowas angeht. Jetzt regnet das ja auch noch. Oh, hier ist die eine Flamme, glaube ich. Inspizieren. Ein steinerner Schrein. Eine aufrechtstehende Felsplatte mit Ritzzeichnungen zweier schwer gepanzerter Kreaturen. Oh. Im Kampf ein ineinander verkeilt. Darunter eine Platte mit zwei flachen Rillen. Oh. Okay. Das ist einmal so eine Krabbe und so eine Krabbe. Und dann kriege ich erst das Vollfall? Oh Gott, dann muss ich das ja bei den anderen auch machen. Ich dachte, ich snack mir die einfach. Warte. Ich denke mal, bei diesen brodelnden Sachen, da sollte ich nicht lang. Das ist ja jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. packen wir das hier mal kurz rein. Hier gibt es ja viele Krabben. Ah, die Nase juckt. Hier gibt es viele Krabben. Dann sollte ich mir aber auch noch anschauen, was es bei den anderen gibt. Das andere ist hintenrum. Noch ein zweiter. Paddel, 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 paddel. Ah, da. Vielleicht sollte ich mir das aufschreiben, was ich brauche. Nee, hier komme ich ja gar nicht rein. Nö, da sind wieder so Blödis. Ich glaube, hier brauche ich das mal. Ich glaube, sonst komme ich hier nicht lang. Jetzt bin's hier. Was ist hier? So ein Rochen? Okay, den hatte ich schon mal, aber das Ding nicht.
Ich sollte mir das wahrscheinlich, sollte ich mir das echt abfotografieren, was die Dinger wollen. Ich glaube, hier ist es wieder egal, ob die frisch sind oder nicht. Das Ganze ist sehr interessant. Ich kann das Lovecraft-Universum nur empfehlen, gerade für Lore-Freunde. Und ob Dredge nur was damit zu tun hat oder nur Ähnlichkeiten aufweist, das werden wir ja noch sehen. Deswegen belasse ich es auch nur bei dem Namen Lovecraft. Ja, also das Spiel wird schon damit gelistet. Bei Steam hast du ja solche Tags, mit welche Sachen halt das Spiel gelistet werden. So. Da stand auch sowas wie Horror drin. Es ist schon ein bisschen gruselig. Und da stand auch Lovecraft zum Beispiel mit drin und Angeln und sowas halt natürlich. Deswegen soll es ja schon was damit zu tun haben. Jetzt. Hier, das könnte man sprengen. Kann mal gucken, ob Tantchen da wieder Sprengfallen mit hat. Aber ich muss jetzt hier leider durch die durch. Hey, diese Geräuschkulisse hier, ne? Und viel sehen tue ich jetzt auch nicht mehr. Kann man auch was sprengen? Hallöchen Chris, na du? Na du, alles frisch bei dir. Ja, nee, ich setze aktuell ja gar nicht das Schleppnetz ein. Das kommt mal weg. Ich mache alles frisch bei mir. Nein, frisch mit Ehre. Frisch. Nicht Fisch. Frisch. Guck mal hier, das sind noch direkt die beiden Krabben, die wir brauchen. Ja, nice. Also, machen wir das hier was aus? Das Geblubber, ich glaube nicht. Wahrscheinlich, weil ich meinen Rumpf schon so abgeupgradet habe, oder? So, das sind noch mal genau die beiden, die ich brauche. So rein und knuddelt mit dem anderen. Also eigentlich sollen die sich bekämpfen, aber egal. Der Fels zersplittert. Ich würde gerne alles holen. Ah, guck mal hier. Unergründliche Flamme. Ja, nee, irgendwie nicht so. Aber wann ist das mal so? Oh. Nimm das mal alles mit. Das können wir bestimmt gebrauchen. Ja. Eine von drei Flammen habe ich. Und wenn wir die Taschenuhr ja haben, ich denke mal, so lange geht das ja gar nicht mehr. Denn ich muss halt nur gucken, dass die anderen Fische dafür fangen. So, hier blubbert es nur. Hier sind keine Fische.
Hallo, Fische. Also da sind Fische, aber... Ich glaube, das Blubbern macht mir gar nichts aus. Ist das einer, den wir brauchen? Nee. Aber ich kann ihn ja trotzdem angeln. Ich kann ihn ja trotzdem angeln. Was ist das? Eine Schlangenmakrele. So. Oh. Hier ist schon Ende Gelände. Da hinten blubbert's. Es gibt Gamescom-Tickets. Ich hab Bock. Na dann, let's go. Bevor es ausverkauft ist. Sachte, einmal hier rein. Oh, das ist wieder so ein Upgrade-Teil, ne? Nee, doch nicht. Was bist du denn? Eine Steintafel. Aha. Eine uralte Steintafel mit einem seltsamen Symbol drauf. Vielleicht weiß der Händler an Kleinmark hier etwas darüber. Oh ja, naja, dann. Achso, ich wollte ja gucken, ob sie Sprengladungen hat. Schon wieder ganz vergessen. Hallo, Miss? Miss, Frau, hallo? Werte Dame. Haben Sie Sprengladungen? Vergiss doch mal. So. Kann ich noch mal in die Forschung gehen? Der neue Motor. Wie teuer ist der? Der ist wahrscheinlich wieder viel zu teuer. Was kostet der neue Motor? Vielleicht hier ist der neue Motor, ne? Echt? Echt jetzt? Wirklich? Warte mal. Den baue ich aus. Der kommt ins Lager. Den verkaufe ich. Und den kann ich mir den noch trotzdem kaufen. Ja. Wieder einmal einbauen. Boah, 6 Stunden. Uiuiui. Aber sie verkauft gar nicht so einen kleinen Motor, oder? Doch, da oben. Oh, den habe ich fast gar nicht gesehen. 272 und 227. Ja, den könnte ich noch gut gebrauchen, ne? Vielleicht sollte ich dafür mal noch so. Hier bestimmt irgendwas Kleines hier noch angeln, oder? Entschuldigung. Die nehmen wir einmal und dann kaufen wir und dann geht er doch. Und Hallöchen, Tiria. Hey. Komm mal hier. Bitteschön. Und jetzt gebe ich hier nochmal einen Werf. Dann gönne ich mir hier noch den kleinen Motor. Und der kommt noch nach da. Jetzt bin ich ultra schnell unterwegs. Ey, holy moly. Stimmt, das könnte ich auch noch ins Lager packen. Brauche ich. Stimmt, vielleicht gibt es den einen Fisch ja nur nachts. Das wäre jetzt ein Problem. Also ich sehe hier halt echt nichts.
Ah, ich habe immer noch nicht geschaut, ob die Sprengfallen hat. Wie oft will ich es vergessen? Ja. Einfach nur ja, ja. Wow, mittlerweile passt ja das alte Boot ins Ausgebaute. Ja, quasi. Theoretisch schon, ja. Mittlerweile haben wir da echt viel Platz drin, ja. Wo finde ich denn das hier? Auch in der Werft, glaube ich, ne? Werte Dame. Haben wir. Aber nur eins. In meinem Lager habe ich keins, ne? Nee. Ah, da müsste ich zu dem anderen hin. Holy moly. Ist das duster hier. Was ist das da für ein großer Fisch? Kaboom! Ja, hallo. Du bist ja überhaupt nicht riesig. Nee. Auch mehr ist hier auch nicht. Wo ist denn? Lass mich kurz gucken, wie der andere aussah. Nee. Ich habe aber auch noch nicht das dritte mir angeschaut. Also ich weiß noch nicht, was im dritten... Was ist das zweite? Gehen wir mal hier einmal lang. Müssen wir da sogar... Oh, das ist, glaube ich, der eine, den ich brauche. Hey! Mein Motor, mein großer, ist kaputt. Frech. Oh, jetzt bin ich voll langsam. Oh no. Okay, die kleinen Fische. Locken große Fische an. Ach nee, etwas schlüpft aus meinem Frachtraum. Echt jetzt? Ich aber also noch mehr kaputt kann ich aber auch nicht werden. Ah, hier, den brauche ich. Jetzt habe ich den einen großen, riesigen Fisch, den ich hier hatte, verloren, ne? Frech. Finde ich nicht gut. Mein Cooler, der sieht aber auch nicht mehr gut aus. Frech. Tucke ich hier so ganz langsam umher. So. Ich kann leider nicht schneller fahren. Bitte lassen Sie mich doch in Ruhe.
Aus seinem Frachtraum dringt ein widerlicher Gestank. So. Was ist denn hier mit diesen Fischen los? Ich pack den mal ganz kurz ins Lager und dann kaufe ich. Ja, da gibt es mir halt auch nicht viel von. Ne? Wenn die schon so angefressen sind. Oh Gott, ich kann nicht mal meinen Rumpf richtig reparieren. Warte. Was bist du denn? Ich auch mit. Eine Schuppenfußschnecke. Hier gibt's Fischis. Schon wieder erschöpft. Ach Mann. Reicht das jetzt? Ah. Ja, gerade so. Das ist ja fies. Das ist ja richtig fies. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, sie lassen mich. Die sind ja richtig fies. Alte Brille. Boah, ich habe das Gefühl, das dauert dann viel länger, als ich noch geplant habe. Eigentlich ist ja bald Ende. Also schätze ich mal, wir haben ja auch alle Fähigkeiten mittlerweile und so, ne? Schmeiß mich mal hier ran. Jetzt ist der eine Fisch wahrscheinlich wieder verrottet. Oh, dem gibt es ja verdorben. Schmeiß ich den wieder weg. Achso. So. Solche Dinge tue. Ins Lager damit. Der ist zwar verdorben, aber ich glaube, den können wir da trotzdem reinpacken. Ich glaube, bei dem ist es egal. Hoffe ich. Hoffe, bei dem ist es egal, sagen wir es mal so.